das ist wirklich Realität. Dieser Mann sagt das. Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zum neuen Video. Freunde, wenn ihr wüsstet, wie wir darauf gekommen sind, upsala, wackelte, wie dieses Format jetzt zustande gekommen ist. Es ist kein neues Format in dem Sinne, das gab schon mal irgendwo von, zum Beispiel KuchenTV hat sowas mit Luwu gemacht oder so, glaube ich. Ist aber echt schon lange her. Und Tinder von einer Frau... Ich glaube, dass so intensiv gab es das noch nicht. Und deswegen wird es jetzt jeden Samstagabend um 20 Uhr ein neues, also eine Comedy-Stunde für uns Frauen werden oder generell auch für eigentlich für alle, für jedes Geschlecht. Aber wir lesen das hier aus der Sicht einer Frau und ich kommentiere das aus der Sicht einer Frau. Es ist auf jeden Fall zu witzig gewesen, Anni und ich von Influencer lieben mich. Die ist mit von der Partie, also die hat eigentlich die ganzen Chats besorgt und hat sich selber kennengelernt und hat mit denen geschrieben und dann hat sie mir halt so ein paar geschickt und ich dachte so, oh mein Gott, Anni, das ist so cringe. Das ist des Todes wild. Ich habe keine Worte dafür, wie manche Männer in dem Falle nicht falsch verstehen. Es gibt auch Frauen, die so sind unter anderem, ja, aber hier befassen wir uns mit dem Geschlecht Mann, was man der Anni oder den Freunden von uns geschrieben hat. Und es gibt Männer darunter, die haben Biografien, wo du dir denkst, was geht in deren Köpfen vor? Und du verlierst wirklich den Glauben an die Männer. Aber ich kann es euch sagen, liebe Frauen, das ist nicht die Norm. Es gibt auch noch normale, gesunde Männer. Wirklich, ich muss sagen, bewusst gesund. Da ich persönlich finde, wenn wir gleich den ersten Teil, wenn wir euch den vorlesen, dass, ja, ihr werdet umfallen. Ihr werdet einfach umfallen. Wirklich. Die Biografien sind krank. Die sind krank, die sind gestört und da gibt es auch nichts dran, schön zu quatschen. Ich habe immer meiner Freundin empfohlen, hört auf, geht nicht auf Tinder, macht das nicht. Eine Freundin aber darunter, was heißt Freundin, die ist die Fotografin von einer unserer Firmen und sie hat ihre große Liebe auf Tinder kennengelernt. Deswegen, es ist möglich, aber da ist auch viel Kruppzeug unterwegs. Das muss man einfach mal so frei raus sagen. Freunde, ich würde sagen, wir fangen einfach an. Ich möchte euch heute... Wenn ich das schon wieder auf dem Handy sehe. Ich möchte euch heute den Samen mit Unterhalt vorstellen. 39 Jahre aus Mönchengladbach. Hey Schnegge, ich bin Samen mit Unterhalt. Ich bin 39 aus Mönchengladbach. Ich will Spaß mit Verpflichtung. Suche auf diesem Wege eine Frau, die sich schwängern lassen möchte. Mit allem, was dazu gehört. Unterhalt und gegebenenfalls anfallende Kosten. Du bist gerade fruchtbar oder hast einen Eisprung? Dann melde dich bei mir. Ciao. Freunde, ja oder? Wer möchte das denn nicht? Ich dachte, mich tritt ein Pferd. Wirklich, mich tritt ein Pferd. Auf hier! Leg mir am Arsch! Und er sagt auch, mal sehen, was passiert. Ich muss immer noch lachen. Dann habe ich noch in petto den Steven Lang. 41 Jahre aus Köln. Hey, na du. Ich bin Steven Lang, 41 aus Köln. Echt groß, stark, sportlich, trainiert, gepflegt, witzig, offen, höflich, kommunikativ, seriös, unkompliziert und diszipliniert, diskret, aufmerksam, einfühlsam, leidenschaftlich, ausdauernd. Standhaft 17-13. Verkuschelt, rasiert. Ich like dich zurück, Schnegge. Wir sehen uns. Das Beste ist ja, wir müssen eine Nahaufnahme einblenden von seiner Hose. Ich glaube, deswegen hat er sich Steven Lang genannt. Und das ist kein Scherz, ja, Freunde. Das ist kein Scherz. Das ist wirklich Realität. Dieser Mann sagt das. Und er ist ausdauernd standhaft 17-13. Was heißt das? 17-13. Entweder ich bin total unterbelichtet gerade. Könnt ihr mir das mal kommentieren? Was heißt, ich bin standhaft 17-13? Mich da nicht. Was denkt ein Mann sich dabei? Und ich habe dann auch mit meinen Freundinnen darüber gesprochen, über genau dieses Thema. Das Ding ist halt einfach, dass die Männer diese Dinge aus der Männersicht sehen und nicht aus der Frauensicht. Und wir Frauen sehen die Dinge aus unserer Sicht und nicht aus der Männersicht. Das heißt, Männer, nicht alle, ja, aber sie denken einfach, also die meisten, sagen wir mal die Norm, möchte halt am liebsten, ja, am liebsten, schnell, unverbindlichen, geilen
Das muss man einfach mal so sagen. Wir Frauen, das gibt es auch, aber das ist nicht die Norm. Wir sind ja genetisch anders veranlagt, was das angeht. Wir wollen ja eigentlich einen Mann fürs Leben, unseren Traummann, ne? Und Monogamie und so weiter. Natürlich immer, es gibt immer Ausnahmen, aber das ist so die Norm. Und deswegen, und dann habe ich, die Annie hat mir dann einen geilen Chat zugeschickt, wo du wirklich siehst, die Männersicht. Achtung. Hey, na, alles klar? Ja, und bei dir? Auch gut, danke schon. Und? Was machst du so? Ich schaue ein bisschen Fernsehen gerade. Und du so? Ich bin gerade noch nach Hause gekommen. Easy. Ich habe eine Stunde Training. Was genau? Ich habe eine Stunde trainiert in Kalk Post. Box trainieren. Und wie heißt du? Ich bin... Und du? Cool. Wie lange boxst du schon? Freut mich. 8 Jahre. Aus Köln-Poll. Freut mich auch. Hihi. Was machst du sonst so außer Boxen? Ich trainiere Box. Und trainiere ich in McFit auch. Und wo wohnst du denn in Köln? Und? Okay, dann viel Spaß. Ich muss duschen. Gönn dir. Hihi. Später am Abend. Hey, na, alles klar, süße. Viel später. Na, du geile süße. Wie geht's? Sehr, sehr viel später. Hallöchen, süße geile. Random, aus dem Nichts. Er geht duschen vom Boxtraining, kommt zurück und sagt: Hey, na, alles klar, du süße. Natürlich nicht mehr. Am nächsten Tag schickt er einfach ein Fragezeichen. Der denkt sich, als wenn man antworten würde. Der denkt sich wirklich, als wenn, also wirklich, als wenn man antwortet. Hey, na, du kleiner süßer geiler Dann schickt er einfach ein Fragezeichen. Dann nochmal eine Woche später, nochmal das gleiche. Na, du geile süße wie geht's? 3 Monate später macht er nochmal Hallöchen, süße geile Was ist das, frage ich mich. Was ist das? Und davon gibt's haufenweise Männer. Leider. Auf Tinder. Und deswegen, Freunde, ab sofort jeden Samstag gibt es hier unser Best auf Tinder. Schickt mir gern unter folgender E-Mail-Adresse, die wir einblenden, eure Tinder Best auf, wo ihr die cringigsten Sachen bekommen habt. Schickt mir die per E-Mail bitte zu. Wir machen natürlich alles anonym, ist na klar. Und vielleicht kommt dann euer Good Boy in meiner nächsten Folge vor. Freunde, ich habe so vieles noch hier. Ich weiß, dass Frauen Pics bekommen, etc. All das. All das habe ich auf meinem Handy hier auf meiner Festplatte. Das wird uns jetzt jeden Samstagabend den Abend versüßen. Wir werden uns drüber totlachen, auslachen. Aber, liebe Herren der Gesellschaft, wenn ihr sowas auch von Frauen bekommen habt, solche Talks oder solche Anmachsprüche, dann schickt mir das auch gerne als E-Mail, natürlich. Ja, es ist egal, welches Geschlecht. Mann, 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 Frau, Frau, Frau. Egal, welcher Talk. Ja, es ist auf allen Geschlechtern ja gewachsen. Schickt mir das gerne an meine E-Mail-Adresse, dann werdet ihr auf jeden Fall in der nächsten Folge mit dabei sein. Ich hoffe, ihr habt Bock auf dieses Format. Das war heute hier ein kleines Anteasern. Wenn ja, dann freue ich mich über eine Bewertung, über ein Like und kostenloses Abonnieren. Dann verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr. Freunde, dann war's das für heute. Und die kleine, süße, gelbe verabschiedet sich jetzt von euch. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bleibt gesund und ja, dann sehen wir uns dann zum nächsten Video wieder. Ich hab euch lieb. Tschüss zusammen.